Ursula von der Lüge, die Vorsitzende und Präsidentin der Europäischen Klimakirche, nebenbei auch noch ja, Kommissionspräsidentin, das ist so im Nebenjob dann. Da hat sie Deals eingefädelt mit Alfred Bourla, dem CEO von Pfizer. Wir warten immer noch auf die SMS-Nachrichten, wo drin steht, wie viel dieses ganze Manöver nun gekostet hat. Für euch, von eurem Steuergeld, das größte medizinische mRNA-Experiment der Menschheitsgeschichte zu starten. Dies mit Produkten, die weder vernünftig getestet worden sind, noch irgendwie effektiv und nützlich sind. Nun sitzt sie zusammen in Dubai mit Olaf Lügen haben kurze Beine Scholz, auch bekannt vom Cum-Ex-Skandal, vom Fast-Niederbrennen der Hansestadt Hamburg durch die Antifa. Ja, die beiden passen gut zusammen. Und nun schwafelt Ursula von der Lüge von nicht mehr Milliarden, sondern von Trillionen Euro, die nötig sein werden, um die Welt zu retten. Denn neben ihrer Beschäftigung als Vorsitzende der Europäischen Klimakirche, als Präsidentin der Kommission, in der schon mal ihre Co-Vorsitzenden kurzzeitig verhaftet werden wegen Korruption, so geschehen mit Frau Kaili vor etwas über einem Jahr. Ja, da sitzen sie nun, da sind sie nun. Und wir machen es nicht mehr in Milliarden, es sind Trillionen nötig. Nun hat sie ganz neuartige Konzepte gefunden, um die Welt zu retten. Und das sind, ja, du wirst es schon erraten, Steuern. Das sind Klimabonds, das sind Klimasteuern, das sind Klimabußen. Ja, das ist das Bußgeld für dich armen Sünder. Da du nicht mehr im Mittelalter lebst und ja mittlerweile doch intelligenter geworden bist, ja, da sind es dann Klimabußen und Klimasteuern. Im Mittelalter wurde noch Bußgeld erhoben, wenn du gesündigt hattest. Und so haben die Leute damals, die damalige globalistische Elite, die haben dich vorm Höllenfeuer retten können, indem du ein bisschen Geld in den Säckel geworfen hast. Und heute ist das genauso, denn du fährst ja mit deinem Auto in irgendeine CO2-befreite Zone, in der die grünen Taliban herrschen, und schon ist dein Auto okay. Musst halt nur bezahlen. Was da auf dich zukommt, das kannst du vielleicht überhaupt nicht ermessen. Wenn die Leute überhaupt ein Konzept hätten von Milliarden und Trillionen, ja, dann wüsste ich schon, was mit Leuten wie Ursula von der Lüge, Olaf Lügen haben kurze Beine Scholz und auch Joe Senilus Biden passieren würde. Ein ausgezeichneter YouTube-Creator, Neil Oliver, seines Zeichens Schotte und ehemaliger BBC-Mitarbeiter, freier Mitarbeiter für ausgezeichnete historische Dokumentation, der hat das mal veranschaulicht. Also die Schuld der USA beispielsweise von, ich denke, über 30 Trillionen Dollar, wenn du die aufeinander schichtest mit 1 Dollar Noten, dann würde die Hälfte dieses Schuldenbergs auf dem Niveau der Satelliten liegen, die unsere Welt umkreisen, unter anderem die von Elon Musk. Und die würden da reinhämmern, aber dann haben sie noch lange nicht die Spitze dieses Schuldenberges erreicht. Also so darf man sich mal Trillionen vorstellen und 30 Trillionen. Und Ursula also sagt dir jetzt, es ist alles kein Problem. Wir werden dich retten, wenn du nur mehr Steuern bezahlst.